denken, wenn ich Kommentare da jetzt vom Michael Palme oder von euren, wie heißt der, Blog, und jetzt habt ihr noch einen Zauberer, den habe ich einmal gesehen. Reif, oder Reif, ja, Marcel Reif. Ja, der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Man ist doch mit ganz anderen Erwartungen rangegangen. Und weil Sie so viel Rückenwind haben, der plötzlich umgedreht hat und Ihnen voll ins Gesicht blast, ist das natürlich nicht mehr so angenehm. Und es ist logisch, dass das Umfeld um Sie herum auch empfindlicher reagiert. Aber die Frage ist, ob man dann gleich so weit gehen muss. Und wenn man in den Wald reinruft, so heißt es ja, kommt es wieder raus, dass man sagt, wie hat es geheißen, die geistigen Nichtschwimmer. Meine Bitte. Gut, das ist, darfst du nicht alles so ernst nehmen. Nein, nein, nehmen nicht alles so ernst. Ja, gut, aber dann... Nein, ich wollte damit nur meine Verärgerung zum Ausdruck bringen, weil ich halt einfach das Gesamte, das passt mir nicht, das gesamte Bild. Das ist doch klar, ich bin doch nicht empfindlich, wenn mich jemand kritisiert, wenn zu mir, wenn geschrieben wird, der hat keine Ahnung oder der hat falsch aufgestellt oder falsche Taktik oder was weiß ich. Na gut, dann mache ich mir Gedanken und sage, na, vielleicht hat er recht. Also, ich kriege schon das Zeichen, dass wir also Schluss machen wollen. Wir machen jetzt weiter, die können auch. Ich bin froh, dass Sie so ein bisschen um sich schlagen, weil dann kann man wenigstens miteinander reden. Dann gibt es so eine Sendung und ich weiß nicht, ob einer der Palme oder der von Ihnen erwähnte Kollege Blog oder der Zauberer Reif böse sind. Ich glaube das gar nicht. Lassen Sie uns dann noch wenigstens noch zum Glasl Bier oder zum Glasl Wein gehen. Und da wird auch der Dieter Kürten und der Michael dabei sein, noch ein paar von unseren geistigen Nichtschwimmern. Und dann werden wir sehen, wie wir rauskommen.